Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch in unserem Projekt mit den Füßen zusammen und den Lohnunternehmen. Hallo. User joined your channel. Genau. Guten Tag. Oh, nicht gut. Wenn er kommt, ist immer nicht gut. Ihr Auftrag auf Feld 10 kann nicht ausgeführt werden. Was? Weil Sie den Auftrag nicht aktiv haben, wurde mir mitgeteilt. So, wäre erledigt. Okay. Das tut mir leid, den hatte ich tatsächlich nicht aktiviert. Ich frage nach, einen Moment. Ja? User left your channel. Hab schon gedacht, er will wieder Geld, der Schlinge. Weißt ja, wie sie sind, ne? Ja, ich habe auch schon gedacht, ne? Geil, ja. Was? Funktioniert. Ah, super. Gut, ciao. Tschüss. Tschüss. User left your channel. Was ist mit dem, ey? Der kocht im Arsch oder was, weil der sich so freut? Ja, gut, ciao. Ne, unser Julian ist schon ein guter Typ. Der passt schon. Der Julian war das gewesen. Server-Admin auf dem TS, ne? Wenn ihr zu dem frech seid, dann gibt's direkt einen Perma. Das ist hier TS-Administration und bald auf Discord. Wollte ich sowieso mal schauen. Siehst du, da wollte ich dich sowieso mal fragen, ey. Leute. Ja, du hast ja deinen eigenen Discord-Server noch. Ja. Ja, der ist ja auch noch aktiv. Okay, ja. Was? Dein Discord-Server? Der ist nicht aktiv. Weil ist der aktiv? So, wieso soll der nicht aktiv sein? Der wird regelmäßig gepostet, geschrieben, alles. Na, ist ein aktiver Discord-Server. Mal gucken. Klar. Ich schreibe nur bei dir. Weiß nicht. Ich... So. Warum? Was willst du denn fragen? Nee, ich wollte nur wissen, weil ich den Discord ein bisschen umbauen wollte. Ganz gerne. Ja. Also da sollten ein paar Sachen dazukommen. Also nur ein paar Channel dazukommen und ein paar Funktionen dazukommen und so weiter und so fort. Ja. Weil ja doch, ich glaube auch mittlerweile um die 800-900 Leute auf dem Discord sind. Den ihr übrigens unten in der Videobeschreibung findet, falls euch fragt, wie ihr da hinkommt. Oder eben auf der Homepage mcmanus.de. Auch Modpacks, an der Stelle nochmal gesagt, unsere Modpacks gibt's auf der Internetseite mcmanus.de. Da findet ihr alle Mods zu allen Projekten, schön mit Link, könnt ihr euch direkt ziehen und ja, passt. Natürlich mit den Originallinks und nicht mit irgendwelchen eigenen Links, ist klar. Ne? Die Modder wollen ja auch was davon haben. Und ja. So. Gut, ich sollte den. Ja, moin, ey. Müssen wir die letzte Bahn gar nicht mehr fahren? Das passt ja. So. Hä? Kollege. Kannst du mal sehen, wie hier die Kohle reinfließt? Läuft. Ist denn nicht schlecht, oder? Junge, 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 da habe ich ja zu viel an der Kohlensäure gezutscht hier. Was ist denn da los, ey? Ich überlege heute, ob ich heute Abend mal ein Gläschen Wein schlürf, Mensch. Ha? Zum Raclette. Oh, ein schöner. Ja, stabiler Leck. Mal so ein stabiler roter. Ja, das letzte Mal, wo du einen roten getrunken hast, da standst du wieder in der Unterhose bei mir vom Fenster. Mit roten Lippen. Ja. Und mit meiner Okulele in der Hand. Und hab ein Lied gedrellert. Ja, ein Liebeslied. Für so eine Okulele bräuchte ich wirklich mal. Ey, die ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ah. Ja, da wäre ich immer so. Ah, wie sagt man? Weil wenn ich Wein trinke, wäre ich immer so schmiegsam. Kann man mit mir ziemlich viel Sachen anstellen. Die besten Geschichten beginnen sowieso immer mit halt mal mein Bier. Ja. So. Ja, hat er hingestellt hier den Glas, aber sauer gemacht hat ihn auch wieder keiner. War klar. Ich habe den da erstmal nur hingestellt, weil du gesagt hast, das letzte Wachstumsphase muss schnell gehen. Deswegen habe ich ihn wenigstens da noch abgestellt. Ach ja, wenn ich immer was wäre. Da müssen wir nichts zufrieden, ne? Mit nichts. Nee, das stimmt. Also ich bin jemand, der wirklich
generell sehr schwer zufriedenzustellen ist. Schlimm. Das ist eine schlimme Eigenschaft. Ich glaube, es ist auch manchmal schlimm für meine Frau, ey. Ja. Wir haben uns am Telefon schon öfters darüber unterhalten. Da muss ja echt mal was ändern, Tino. Stimmt schon. Wirklich keine gute Eigenschaft. Jetzt so drüber nachdenken. Was willst du machen, ne? Da kannst du machen, nichts. Boah, geil. Ja, auch fertig. Auch abgeschlossen. Komm. Träumchen. Oh, raus aus den Schulden, Leute. Peter Zwegert war hier, der hat uns geholfen. Jetzt kommt die Kohle rein. So, da. Oh, du ziehst auch die letzten Bahnen, wie ich sehe. Ja. Das freut. Das freut sehr. So, aber keine Angst, die Schulden sind gleich wieder da. No. Wenn wir dann das nächste kaufen. Wäre nur schön, wenn wir irgendwie. Du hast Kohle. Doch. Was denn? Du hast doch von Peter Zwegert gesehen auf seine Tafel, wie wir das machen müssen. Habe ich gesehen, ja. Ja, Mann, bitte. Hat sich da echt viel Mühe gegeben. Entfernen Sie alle überflüssigen Arbeiter. Stand da als erstes drauf. Nein, Spaß. Nein! Oh, bis jetzt. Fuck. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass die Ballen da stehen. Mist! Oh, geil. Den will ich aber auch nehmen. Oh, geil. Schönes Ding, du. Der ist auch nicht uns. Der ist auch nicht uns. Ach, das ist ja gut. Ja, ich hab Zeug. Mensch. War Hofwert gestiegen? Ja, geil, Lord. Sag mal, war das nicht... Sag mal, bin ich nur doof? Ist das nur auf den Original-Maps so, dass du, dass dieser Hofwert mit den 500.000? Das kann sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also der auf den Original-Maps passt sich der Hofwert ja deinem, also passt sich der Kredit ja deinem Hofwert an. So, jetzt habe ich's. Ja. So. Und irgendwie ist das aber auf den Mod-Maps scheint das nicht der Fall. Ach nee, warte mal. Beim Live-Projekt sind wir auch auf der Felsbrunnen und der ist auch bei 500.000 Kante, egal was wir kaufen. Ja. Eine komische Sache. Sehe ich nicht so ganz. Ja, ich bin. Huch. So rumfahren. Wir haben aktuell keinen Helfer beschäftigt, ne? Kein Hofhelfer. Nee. Aber warte, was willst du machen? Ich eine Bahn, dann bin ich hier fertig. Rasenmähen. Ja, mach ich. Du kannst einen zum Pressen einstellen, wenn du willst. Nee, das mach ich. Wir müssen wahrscheinlich aber mal ein bisschen Heu machen. Schon alles leer, was im... Was sagst du? Ist das schon alles leer, was im Lager war? Das weiß ich nicht. Haben wir da noch Heu eingeladen? Ich hatte da einen ganzen Ladewagen reingefüllt. Da sind da noch drin, passt. Bist du das hier? Hm? Bist du das hier? Ne, ich bin hier auf dem Feld. Feld 1. Ja. So, wenn du fertig bist... Ja, was sollen wir machen? Weißt du, was wir brauchen? Was denn? Den Ballenladewagen. Oh, jo. Ja, wollen wir den als erstes kaufen? Ja, hau raus. Das Schöne ist schon mal, dass alle Anbaugeräte, alles was hier steht, gehört schon mal uns. Das ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Sache. Weißt du? Ja. Ja, so einen Ballenlader, den brauchen wir, das nützt nichts. Meiner Meinung nach. Aber eine Presse haben wir auch nicht. Hä?
Haben wir die Ballenpresse auch zurückgegeben? Ja. Nee. Die Ballenpresse habe ich schon an Feld 15 platziert. Ich wollte dann direkt, wenn der Lula da erntet, wollte ich direkt hinterher pressen. Okay. Dann wird's der Ladewagen. Dann wird's der. Ach Moment, wir haben ja den Quaderballen Autoload drauf. Wir haben ja den Quaderballen Autoload drauf. Wollen wir den mal ausprobieren? Ja. So, die Sonnenblumen sind zu 100% gedüngt, ne? Oh ja, hier auch. Und das Gerstenfeld auch. Wir gehen auf den normalen drauf. Warte mal, bevor du da jetzt... Also, ja. Sammler brauchen wir eh. Warte mal mit dem Grasmähen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt... sollen wir spulen und Ernte machen, oder was? Naja, spulen muss man... Warte mal. Wie, warte mal mit dem Grasmähen? Nichts mit... warten. Grasmähen? Ja, okay. Oder was müssen wir machen jetzt wegen der Ernte? Wegen der Ernte müssen wir warten, bis es reif wird. Ja, ich wollte sagen, lass uns spulen, dann machen wir Ernte. Ey. Wir können normalerweise nicht spulen. Alter, bleibt das jetzt hier so liegen oder was? Ach Gott. Was denn? Ich sag gar nichts mehr. Überleg gerade, was die Ballenpresse. Ballenpresse braucht gerade mal 140 PS. Also, was ich überleg? So teuer, ey. Preise, Freunde. Überlegen wir uns ein Fendt 500 holen, 515C. Mhm. Warum? Dass wir einen Traktor haben. Wann will ich mit weggeben dann? Als ersten eigenen Traktor. Als ersten eigenen Traktor. Ja, wieso? Keinen weggeben? Wir haben doch den John Deere, ist auch unser. Ach so, ja. Ja, aber wir bräuchten mal noch einen eigenen Traktor. Das Problem ist, weißt du, was die Traktoren kosten? Also ja. Die Traktoren, die wir hier haben, die liegen ja. So um die 300. Das ist richtig, ja. 250, 300. Aber das kannst du, sich... das kannst du in den Skat drücken, also. Ja, da musst du aber einen Trecker weghauen. Warum? Du kaufst ja einen und willst noch weiter geleased haben, also wofür dann? Bis wir sie nicht mehr brauchen. Also solange wie wir Arbeit für die Traktoren haben, würde ich sie behalten. Haben wir keine Arbeit, würde ich sie weggeben, ohne Frage. Ja gut. Ja, aber... mal ganz kurz was checken. User left your channel. Hm.
weiß nicht, ob wirklich neuer Traktor jetzt Sinn macht. User was moved to your channel. So, ja, meine lieben Freunde, wir sind erstmal fertig. Ich habe noch schnell einen Auftrag vergeben. Beim Wickeln. Ja, gut. Wenn es euch gefallen hat, meine lieben... Ne, du hast noch was. Ja, wir sind fertig. Dankeschön fürs Zuschauen. Eigentlich hast du, aber egal. Schaut bei Physi vorbei und lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.